X, so genannt, weil keiner weiß, wann er genau eintreten wird. Morgen, in einer Woche oder doch erst in einem halben Jahr. Fakt ist, er wird kommen, weil die Ideologien nicht mehr greifen und das Vertrauen in den Euro und den damit verbundenen Papierwährungen grundlegend schwinden. Oder ein verrücktes messianisches Endzeitsektenmitglied meint, dass es jetzt loszugehen hat und den roten Knopf drückt. Die Börsen werden weltweit crashen, der Dollar-Euro fällt ins Bodenlose, der Goldpreis kann nicht mehr manipuliert werden und steigt ins Unermessliche, genau wie der Wert von Nahrungsmitteln, Wasser, Heizung und anderen Sachen des täglichen Bedarfs. Die Banken bleiben geschlossen, Geldabhebungen und Überweisungen sind nicht mehr möglich, Kaufhäuser und Ämter schließen, der Fernseher bleibt schwarz, im Radio nur Rauschen, Notrufe können nicht mehr abgesetzt werden, Angst und Panik machen sich breit und die Fackeln der Hungernden werden den Nachthimmel Europas beleuchten. Dann kann das große Schlachten losgehen. Und die Dunkelmächte samt Reptus auf diesem Planeten können sich den Sabalatz umbinden und sich freuen auf das, was da kommt. Bis dahin sind die perfekten Sündenböcke zu Hunderttausenden schon da, damit die Elite mit ihren Jets nach Paraguay und Neuseeland in Richtung Sicherheit fliegen kann. Und du darfst um dein nacktes Überleben kämpfen, gegen eine Armee von kampferprobten Kopfabschneidern, ausgerüstet von den üblichen Verdächtigen mit Schnellfeuerwaffen und allem, was dazugehört. Doch das Drehbuch ist schon längst fertig und der König wird emportreten und die magischen Worte sprechen: Ihr seid jetzt alle meine Untertanen. Und du wirst alles tun, was er sagt, weil das immer noch besser ist, als zu frieren und zu hungern. Die neue Weltordnung ist installiert und du wirst für immer ein Sklave des Systems sein. Bist du ja jetzt auch schon, ich weiß, aber glaub mir, das kann man noch steigern.